in Hand. Du in mein Schlaraffenland. Ich lieb dich, rote Rose, rote Rose, Rosemarie. Ein Mercedes 280 SE mit 185 PS, 6 Zylinder, nachgerüstetem G-Cut und Viergang-Automatik begleitete unsere Redaktion ein Jahr lang. Wir wollen wissen, wie gut die Substanz der 24 Jahre alten S-Klasse ist und bitten den Kfz-Gutachter Thomas Eschenbach um sein Urteil. Schalldämpfer ist relativ neu. So Kleinigkeiten wie den neuen Schellen und den neuen Schläuchen sieht man, dass er vor kurzem eine intensive Wartung bekommen hat. Also so wie ich das jetzt hier sehe, ist tatsächlich gesunde Substanz an den neuralgischen Punkten. Der auf klassische Fahrzeuge spezialisierte Gutachter kennt alle Schwachpunkte der schwäbischen Oberklasse und geht weiter auf die Suche. Bei dem Modell typischerweise Rostschäden im Bereich der Radläufe, hinten Endspitzen. Das kann man aber ganz schnell rausfinden mit unserem Spachtelfinder. Wie sieht es unterm Lack aus? Alles gesund. Aber hier findet Thomas Eschenbach nachlackierte Stellen, die auf einen Unfallschaden hindeuten. Ein Kotflügel wurde ausgetauscht, aber die Reparatur verdient das Prädikat fachmännisch. Im Zweifel hilft dem Kfz-Profi der sogenannte Schichtstärkenmesser. Hiermit erkennt er die Lackdicke und kann originalen Erstlack von Neulack unterscheiden. Dennoch, Thomas Eschenbach ist fast enttäuscht. Er findet bei unserem Dauertester kaum Mängel. Sein Fazit: Sehr schönes Auto. Nicht ganz perfekt. Die Mängel, die wir gefunden haben, würde ich sagen, rechtfertigen einen Zustand 2. Vom Wert her bisschen schwer zu greifen, aber ich denke mal, so Größenordnung 6.000 bis 7.000 Euro dürfte man diesem Fahrzeug gerecht werden. Dürfte allerdings schwierig sein, so ein Auto in der Qualität zu finden. Unser W116 stammt übrigens nicht aus der wohlsortierten Kollektion des Werksmuseums in Stuttgart. Nein, die Experten des Mercedes Classic Centers haben ihn auf dem freien Markt gesucht und gefunden. Die S-Klasse wurde von 1972 bis 80 stolze 473.000 Mal gebaut und galt bei den Autotestern als bestes Auto der Welt. Politiker, Fußballer und Showstars fuhren den guten Stern. 1979 lagen die Preise zwischen 34.000 und 81.000 Mark. Die Redaktion war besonders vom tollen Federungskomfort angetan. Speziell, weil heutige Autos durchwegs straffer abgestimmt sind. Wieso es die Konkurrenz damals schwer gegen den Benz hatte, fanden wir im Vergleich mit einem 7er BMW heraus, dessen Fahrwerk nicht das Mercedes-Niveau erreicht. Im Stich gelassen hat uns die S-Klasse nie. Nur Kleinigkeiten wie der Chromring am Türknopf sind kaputt gegangen. Selbst die Spezialisten vom Classic Center haben ihn derzeit nicht im Sortiment. Keine Lieferschwierigkeiten gab es dagegen beim Winterreifen in der Originalgröße 185R 14C. Den einzigen Zwangsbesuch in der Werkstatt erforderte ein merkwürdiges Motorgeräusch. Ja, beim Motorgeräusch haben wir erst gedacht, das wäre vielleicht der Kettenspanner oder die Nockenwellensteuerkette, aber es war dann doch was anderes. Ja, es war der Viskolüfter. Wir haben festgestellt, dass der Viskolüfter auf der Welle ausgeschlagen ist. Und das verursacht dann im Laufbetrieb die Geräusche. Und das Fahrzeug hat jetzt 175.000 Kilometer gelaufen. Und bei einer Laufleistung in der Höhe kann es schon vorkommen, dass wir hier einen Verschleiß entsprechend haben am Viskolüfter.